morning. We are excited to announce that in September, we are planning on reopening for in-church services. We will continue to have the online services, Kojiko service, and Pleasant Manor feed. But in addition, we will offer the opportunity to worship in person. To begin, we will offer one worship service per Sunday. So September 13th will be English, September 20th German, and September 27th will be English. If you would like to attend, we are asking you to pre-register. That can be done through the Realm system, or if you're unfamiliar with Realm, you can just call the church office and I will happily add you to the registration list. We've put many safety precautions in place to ensure the worship space is safe for everyone in attendance, and we are looking forward to gathering together, but will continue to offer the online video services in addition to the church gathering. Looking forward to seeing you soon. Wir beginnen unsere Andacht mit der Gewissheit, dass Gott der Vater mitten unter uns ist, zusammen mit seinem Sohn Jesus Christus und unsere Gedanken mit dem Heiligen Geist erfüllt und jeden von uns mit seinem Segen berührt. Ob wir nun in der Kirche zusammen oder in Gedanken vereint zu Hause sind, Gott ist mit uns. Ich bin Gunnar Dörwald von der Niagara Vereinigten Mennonitengemeinde in Virgil oder auch Niagara-on-the-Lake, so zwischendrin. Guten Morgen, ein herzliches Willkommen an jeden, der uns sieht und hört und eine besondere Einladung an unsere Mitanbeter in Pleasant Manor. Ich möchte auch ein herzliches Beileid von unserer Gemeinde aus an die Familien von Susan Fast und Helene Nickel aussprechen. Susan Fast starb nach einem starken Schlaganfall am 14. August. Unsere Gedanken sind bei Alex und seiner Familie. Helene Nickel ist am Sonntag, den 23. August, mit 99 Jahren gestorben. Wir denken an ihre Kinder Richard, Karl, Gustav, Willi, Kurt, Martha und Walter und ihre Familien. Die nächste deutsche Andacht wird am 6. September sein, also nächste Woche schon. Die Woche danach, also am 13. September, haben wir die Andacht in Englisch in unserer Kirche. Alle, die an diesem Gottesdienst teilhaben wollen, müssen sich unbedingt vorher anmelden. Und die einfachste Weise, sich anzumelden, ist in der Kirche anzurufen, während Emily da ist. Unter der Nummer 905-468-3313. Da sind noch mehr Bekanntwochen im Bulletin auf unserer Website. Als Grußwort lesen wir aus Psalm 40, Verse 2 bis 4. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und erhörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten, und sie werden auf den Himmel vertrauen. Wir wollen noch beten. Lieber Gott, unser Vater im Himmel, wir beten dich an und preisen deinen Namen. Ehre sei dir. Auch wenn wir nicht persönlich zusammen sind, unsere Gedanken und Gebete sind vereint bei dir. Danke für unser Leben und unsere Gesundheit, für unser tägliches Brot und Frieden im Land, sodass wir mit unseren Familien das Leben genießen können. Wo heutzutage so viel Elend auf der Welt ist, sind wir ganz besonders dankbar. Wir beten auch um Trost für die Familie Nickel und Fast. Begleite sie alle, wenn sie in Gedanken bei den Verstorbenen sind. Wir danken für deine Führung durch das Leben. Bitte führe uns auch weiterhin. Zeige uns den Weg, den wir gehen sollen, damit wir dir gefallen und deinen Segen empfangen. Lass uns die Worte von der Andacht zu Herzen nehmen und bei uns auf fruchtbaren Boden fallen. Lass unsere Mitmenschen erkennen, dass wir deine Kinder sind. Wir bitten um deinen Segen für diese Andachtstunde. Im Namen Jesu beten wir. Amen. 1. Mose 3, Verse 8 bis 11. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte,
als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Matthäus 18, Verse 12 bis 14. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ich erinnere mich an ein herrliches langes Wochenende im Mai. Das erste richtig schöne Frühlingswetter in Manitoba, um draußen zu sitzen und die Kinder spielen zu lassen. In der stillen Ecke der friedlichen Nachbarschaft, wo wir damals wohnten, schien es außergewöhnlich noch stiller zu sein, denn die meisten Nachbarn waren fürs Wochenende verreist. Unser Haus war ganz am Ende von einer Sackgasse und wir konnten die Kinder mit ziemlicher Sicherheit frei herumlaufen lassen. Und sie waren so glücklich beim Spielen im warmen Sonnenschein nach dem langen, kalten Winter. Unsere Tochter Lydia war damals 5 und unser Sohn Daniel 3. Indessen beschäftigten mein Mann und ich uns im Garten. Nach einem Weilchen schaute ich mich wieder nach den Kindern um. Und Daniel war nirgends zu sehen. Ich ging ums Haus rum, er war nicht da. Im Haus, durch alle Zimmer, nicht da. Bei den Nachbarn nebenbei, auch nicht. Ich rief meinen Mann und wir durchsuchten nochmal das ganze Haus und den Hof. Dabei riefen wir immer wieder, immer lauter seinen Namen. Keine Antwort. Alle Mütter kennen bestimmt das Gefühl im Magen, wenn ein Kind fehlt und eins nach dem anderen die Möglichkeiten, wo es sein könnte, kein Ergebnis bringen. Ich dachte, ist er vielleicht zu den Nachbarn gegenübergegangen? Da wohnten nämlich 2 Mädchen im ähnlichen Alter wie unsere Kinder, mit denen sie oft zusammen spielten. Die waren aber auch nicht zu Hause, das wussten wir schon. Trotzdem ging ich rüber und schaute mich in ihrem Hof hinterm Haus um. Alles still und leer. Da packte mich erst richtig eine schreckliche Angst um meinen Sohn und ich fing an zu zittern. Doch ganz im letzten Moment, als ich mich umgedreht hatte, um wieder nach Hause zu laufen, sah ich im Schatten in der fernsten Ecke vom Hof einen kleinen Blondkopf im Gras liegen. Da lag mein kleiner Junge im kühlen Gras, fest eingeschlafen, mit den Fäustchen voller Butterblumen. Halb weinend, halb lachend vor Erleichterung nahm ich ihn in die Arme, küsste ihn und trug ihn nach Hause. Ja, er hätte nicht alleine über die Straße gehen sollen. Er hätte nicht, ohne uns zu sagen, von unserem Hof weglaufen sollen. Wir hätten ihn eigentlich strafen sollen. Wir hätten aber auch genauer aufpassen sollen, muss ich sagen, denn er war ja nur 3. Und für wen hatte er eigentlich die schönen Butterblumen gepflückt? Gott ging im kühlen Abend durch den herrlichen Garten Eden und suchte Adam und Eva. Was war seine Absicht? Wie lesen wir diesen Abschnitt aus 1. Mose? Hat er von Weitem die Menschen sündigen sehen und kam nun, um sie zu strafen? Ist Gott wie der allmächtige Polizist, der sich hinter dem Gebüsch versteckt und dann die rotblauen Blinklichter und die Sirene anmacht, wenn jemand nicht die Straßenregeln beachtet? Ich weiß nicht. Ich habe diese Geschichte immer etwas anders gelesen. Ich vertrage nämlich Hitze und starke Sonne nicht sehr gut
und mag deswegen so gerne am kühlen Abend im Garten sein. So glaube ich eher, dass auch Gott eben nach Belieben am Abend durch seinen wunderschönen Garten ging, und stelle mir vor, dass es dann auch seine Angewohnheit war, die Gesellschaft mit Adam und Eva zu genießen. Doch nun haben sie sich versteckt und wollten sich nicht zeigen lassen, weil sie sich schämten. Was war passiert? Erkennen wir, was für ein sonderbares Bild von Gott uns dieser Abschnitt gibt? Von welchen anderen Götzen haben wir jemals gehört, dass sie einfach die Gesellschaft der Menschen suchten, dass sie einen Garten hier auf Erden schufen, um nichts anderes zu tun, als dort eine innige Beziehung mit den Menschen zu genießen? Das wäre den Heiden zu biblischen Zeiten ganz und gar unbegreiflich gewesen, ebenso unvorstellbar, wie wenn Gott selber in einfacher Menschenform zu uns herniedergekommen wäre. Und genauso ist die frohe Botschaft, die uns gegeben worden ist. Das genau ist die Botschaft, die uns gegeben worden ist. Gott sucht uns und ruft: Wo bist du? Weil er eben mit uns sein will. Manchmal ist es für meinen Mann und mich etwas unbequem, wenn wir in einer nicht kirchlichen Gesellschaft gefragt werden, was wir von Beruf sind. Pastor? Oh, dann müssen wir uns aber anständig benehmen und aufpassen, was wir sagen. Oder wenn wir einer Gruppe hinzutreten und ihr Gespräch momentan schweigt und das Thema sich dann schnell wechselt. Manchmal frage ich mich, ob Gott sich auch so fühlt, wenn er sich seinen Menschen nähert, dass sie irgendwie meinen, sie müssen sich oder ihr Benehmen vor ihm verstecken, als ob es überhaupt möglich ist, etwas von Gott geheim zu halten. Ist seine Absicht nur, uns bei irgendeiner Missetat zu schnappen, damit er seine strafende Blitze dann auf uns runterregnen lassen kann? Das ist nämlich das Bild von Gott, das so vielen gegeben worden ist. Und weil ihnen das so herzlos zu sein scheint, lehnen sie den Glauben ganz und gar ab. Um ihre politische Macht in vergangenen Zeiten zu verteidigen, hat die Kirche leider den ungeschulten Massen solch ein beängstigendes Bild von Gott gemalt, um die Traditionen und Sitten zu erhalten, die das System unterstützten. Uns wurde Gott als strenger Richter gezeichnet, dessen Ziel es ist, die Sünder zu vernichten. Mit der Zeit kannten die Christen ihre Religion nur noch als Glaubensregeln und Sitten, die sie folgen mussten, um Gottes zorniger Rache zu entweichen. Was bleibt da noch zu sehen von einer frohen Botschaft? Vom Evangelium, das die ersten Christen so begeistert verkündigt hatten? Wer kann unter solch einem zornigen Blick bestehen? Wir haben es Martin Luther zu verdanken, dem folgende Worte aus Epheser 2 ins Herz drangen und ihn mit der frohen Botschaft der Gnade Gottes von Neuem überzeugten. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Adam und Eva wussten sofort, dass sie gesündigt hatten und fühlten sich unwürdig vor Gott. Was verstehen wir mit Sünde? War es die Frucht vom Baum der Erkenntnis vom Guten und Bösen, die irgendwie mit Sünde vergiftet war? Ähnlich wie der vergiftete Apfel im Märchen von Schneewittchen? War der Baum, den Gott selbst mitten in den Garten gepflanzt hatte, der Ursprung der Sünde, als wollte Gott absichtlich die Menschen in die Versuchung führen? Aber vor der Begegnung mit der Schlange hatten Adam und Eva vollkommen glücklich und zufrieden im Garten Eden gelebt und sich gar keine Gedanken über diesen Baum und seine begehrenswerten Früchte gemacht. Sie hatten alles, was sie brauchten, und sie lebten in seliger Freundschaft mit Gott. Was hat sich da plötzlich geändert?
Der Sieg der Schlange war nicht, dass sie die Menschen dazu brachte, von der Frucht einen Happen zu nehmen, sondern dass sie sie überzeugte, Gott nicht zu glauben. Gott hatte sie gewarnt, von dem Baum nicht zu nehmen, sonst würden sie sterben. Und sie hatten das geglaubt, weil Gott in jeder Hinsicht so gut zu ihnen war. Sie hatten alles, was sie brauchten und noch mehr. Und vor allem hatten sie eine innige Beziehung zu Gott in vollkommener Zufriedenheit, Wonne und Glück. Die Schlange aber hat sie mit einer Lüge überzeugt, das Vertrauen in Gott loszulassen. Satan hat sie mit dem Gedanken vergiftet, dass Gott sie betrogen habe. Die Lüge, dass Gott uns in Wirklichkeit nur unterdrücken will, dass wir es doch viel besser hätten, wenn wir uns einfach von Gott frei machen würden. Gottvertrauen ist Blindheit, sagt der Teufel uns. Besser ist's, sich von ihm loszumachen und selbst Gott über unser eigenes Leben zu sein. Wir können doch auch ohne Gott unterscheiden, was gut und was böse ist. Wir brauchen keinen Gott, der uns von allem weghält, das uns Freude macht. Wir haben doch Wissenschaft und Intelligenz. Wozu brauchen wir da noch einen Gott? Die erfolgreichste Lüge ist die, in der ein Teil Wahrheit steckt. So ist es schon seit dem Anfang immer gewesen. Die Schlange hatte recht. Indem Adam und Eva von der Frucht aßen, erkannten sie tatsächlich den Unterschied zwischen Gutem und Bösem. Ihre Augen gingen auf, und was sahen sie? Sie sahen sich selbst, nackt und verschämt und unwürdig vor der Herrlichkeit Gottes. Sie sahen sich selbst plötzlich außerhalb der vertrauensvollen Beziehung mit Gott und fühlten, dass sie sich vor ihm verstecken mussten. Und seitdem sind wir Menschen immer haben wir immer damit zu schaffen, unseren Blick von uns selbst, unsere Angst und unsere Unzufriedenheit abzuwenden und das Glück, den Frieden und die reine Liebe bei Gott wiederzufinden. Auch heute noch schleicht Satans Lüge durch unser Denken und Glauben und will uns ablocken von der Wahrheit, dass Gott die Liebe ist und uns einfach liebt, so unwürdig wie wir auch sein mögen. Oft steckt die listige Schlange nicht in dem, was uns Angst macht, sondern in dem, was uns Sicherheit anbietet. Der Feind versucht uns mit dem Gedanken zu befriedigen, dass solange unsere Fehler nicht so ernst sind und so schlimm sind wie die der Diebe und Mörder, dann müsste der allmächtige Gott doch sicherlich mit uns zufrieden sein. Solange wir uns Christen nennen und regelmäßig zur Kirche gehen und so weiter, dann ist unser Heil doch versichert. Die anderen alle von anderen Religionen und Glaubensüberzeugungen und die keiner Kirche angehörig sind, das sind diejenigen, die Gott hinrichten wird. Wir pflanzen unseren eigenen ordentlichen Glaubensgarten an und meinen dabei, unseren Platz in der Ewigkeit reserviert zu haben. Merken aber dabei nicht, dass Satans Schlange auch da drinnen kriecht. Wir gehen unseren Weg nach unserem eigenen Wissen, erkennen aber nicht, wie weit wir vom Weg des Lebens abgeirrt sind. Wie der Prophet Jesaja sagt, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder auf seinen Weg. Doch es geht ein Hirte durch dunkle Täler und stachligem Gestrüpp und ruft sein Schäflein, wo bist du? Es ist ein sonderbarer Hirte, der sich um das eine verlorene Schaf so kümmert, dass er seinen Wachposten bei der Herde verlässt, um das eine verirrte Schaf zu finden. Es ist ein sonderbarer Gott, der von seinem Himmelsthron herunterkommt, nicht um die Menschen zu strafen, sondern um sie vom Unheil zu retten und heimzutragen. Ja, wir haben alle gesündigt. Immer wieder zögert unser Vertrauen in der Güte und Liebe des himmlischen Vaters. Immer wieder fallen wir in die Versuchung zu glauben, dass das, was wir nicht haben, besser sei als das, was wir haben.
Immer wieder laufen wir unsere eigenen Wege. Eigentlich sollten wir alle gestraft werden. Wir sind von unserem geistlichen Zuhause weggelaufen. Wir haben uns versteckt. Und wir sind nicht mehr drei. Manchmal schlafen wir auch ein, weit weg von Gott. Unser Glaube schaltet einfach in einen neutralen Gang, ahnt nichts von der Gefahr, der wir ausgesetzt sind. Aber so wie der gute Hirte das verirrte Schaf aufnimmt und nach Hause trägt, so wie eine besorgte Mutter ihr vermisstes Kind findet, in die Arme nimmt und mit erleichterten Tränen küsst, so will auch Gott seine verlorenen Menschen wieder zu sich aufnehmen. Denn sein Wille war und ist weiterhin die liebevolle Beziehung zu uns Teilnahme zu geben an der innigen Gemeinschaft des dreieinigen Gottes. Sünde ist eben nur das, was uns und unsere Mitmenschen von dieser Beziehung zu Gott abhält. Sei es die Selbstrechtfertigung, in der wir Gott in eine Ecke unseres Lebens schieben, damit er nicht in unsere tägliche Affäre dringen soll, oder die Angst, dass er uns als Strafe für unsere Fehler nur vernichten will. Sünde ist das, was uns vom Gottvertrauen ablenkt. Alle kleinen Kinder machen Fehler, gehorchen manchmal nicht und brauchen Disziplin. Aber was sie am meisten brauchen, ist eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Eltern. Alle guten Eltern wissen das und erkennen, dass es ihre Aufgabe ist, nicht die Kinder nur zu strafen und zu unterdrücken, sondern sie zu lieben und auf gute Wege zu führen. Wenn wir als Eltern das verstehen, sollten wir unserem himmlischen Vater nicht umso mehr vertrauen können, dass er in liebevoller und gnädiger Weisheit mit uns umgehen wird? Ich sah vor kurzem im Fernsehen etwas über ein Gebiet in England mit einer hügeligen Landschaft ohne Bäume, Häuser oder deutliche Wege. Viele Touristen kommen dorthin zum Wandern. Aber weil das Wetter sich ganz schnell zu Regen und Nebel wechseln kann, passiert es öfters, dass Wanderer, die mit der Gegend nicht gut bekannt sind, sich verirren. Da haben sich Freiwillige aus der Umgebung ein Such- und Rettungsteam mit trainierten Hunden organisiert. Innerhalb einem Jahr sind sie 187 Mal gerufen worden, einen verirrten Wanderer zu finden. Es wird Abend. Zu schnell geht die Sonne unter. Zu schnell zieht der dichte Nebel über unsere Aussicht. Gott geht durch die Welt und sucht seine Menschen. Er ruft: Wo bist du? Verstecke dich nicht. Komm ins Freie zu ihm. Antworte ihm: Hier bin ich. Er hat Gnade und Barmherzigkeit genug, um alle deine Fehler und Zweifel zu vergeben. Er hat Liebe für dich und für mich, die wir niemals begreifen werden. Aber wir können sie einfach empfangen, denn Gott will nichts anderes als mit uns sein, in seliger Gemeinschaft mit ihm. Und das ist die frohe Botschaft, die wir haben, für uns und für unsere Mitmenschen, dass Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist. Immanuel, Gott mit uns. Wollen wir beten. Lieber Herr, allzu oft im Leben geraten wir auf falsche Wege. Wir meinen, wir wissen von selbst, wo wir hingehen, und achten nicht auf deine Stimme. Wir hören andere Stimmen, die uns mit Lügen von deinen Wegen ablenken. Herr, vergib uns. Dann kriegen wir so leicht Angst vor dir. Was denkst du von uns, dass wir so ungläubig gewesen sind, dass unser Vertrauen versagt hat? Vor deiner Gerechtigkeit können wir nicht bestehen. Aber du kommst zu uns, du guter Hirte. Du suchst uns, du rufst uns mit Namen, nicht mit feuriger Strafe, sondern mit barmherziger Liebe. Gnädiger Heiland, wir wollen kommen, so nackt und unwürdig wie wir sind. Nimm uns in deine Arme und trage uns heim, Herr. Lass uns im Schutz deiner Liebe dich dienen und folgen alle unsere Tage bis in die Ewigkeit.
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Good morning, everyone. I'm sitting at the edge of Balsam Lake up north. And so the next song we're doing today is called Not to Us. It's based on Psalm 115, verse 1. But every time I sing this song, I can't help thinking of being in nature. The waves are crashing, mountains shouting, sun's raging, and it's all for you. So here it is, our selfie cam jam. I hope you enjoy. Glory and honor and praise. All glory and honor and praise.